Hier sagt er natürlich wieder was sehr Gutes. Frauen fühlen sich schon seit Ewigkeit mit ihren Symptomen alleingelassen. Ja, nicht einmal gehört. Absolut richtig. Er spricht das sehr gut an, eben diese Umgehensweise der Medizin mit Menschen, die Schilddrüsenthemen haben, eine Schilddrüsenschwäche haben. Und da spielt er dann ganz große Stärken aus. Ich vertiefe das jetzt nicht so. Im Grunde genommen wiederholt sich sehr vieles. Was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass er meint, wenn Antikörper da sind, ist das aufgrund einer EBV-Virus-Infektion, und wenn keine sind, dann heißt das auch nicht, dass die EBV überwunden ist. Das gefällt mir gar nicht, denn gerade bei Hashimoto-Thyreoiditis ist es so, dass nach meiner Erfahrung die Höhe der Antikörperspiegel schon sehr wohl eine Aussage liefert, wie aktiv die Krankheit ist. Und wenn das zurückgeht, dann sieht man auch im Ultraschall, wie die Entzündung zurückgeht, und man sieht auch und erlebt auch, dass die Schilddrüse besser arbeitet. Also ich finde, es gibt hier einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe der Antikörperspiegel und der Autoimmunaktivität. Dann hat er hier ein Kapitel über Jod. Und es ist interessant, dass also er hier überhaupt kein Gefühl für die Wirkweise von Schilddrüsenhormonen hat. Also er meint ja, dass die an sich so nicht wirksam sind, wenn man sie gibt. Das kommt hier hervor. Er erzählt hier von Ärzten, die eben früher nach der alten Organtheorie aus dem alten Griechenland Schweineschilddrüse eingesetzt haben, um Kopf zu behandeln. Das ist richtig. Und er meint, das war nur durch die Wirkung von Jod. Das hat nichts mit den Hormonen zu tun, die hier konkret drinnen vorhanden waren. Aber es ist merkwürdig, dass er also das vernachlässigt. Und dann meint er, dass da ja nicht so viel Jod drinnen ist. Das stimmt ja auch, ne? Dann sagt er, trotzdem schien getrocknete Schilddrüse vielen Betroffenen zu helfen. Aber nicht, weil sie Hormone bekommen haben, sondern in der Schilddrüse vermutet er ein Steroid, also ein Nebennierenhormon. Ja, dafür gibt es keinen Anhalt, außer seine Aussage und seine Vermutung. Es ist auch ein bisschen unsinnig abzustreiten, dass da Schilddrüsenhormone drinnen sind und natürlich dann den Stoffwechsel anregen können. Das ist ja die Hauptaufgabe davon. Und wie auch hier sagt er dann, man kann praktisch Schilddrüsenhormone nur mit einer von den Nebennieren zubereiteten Mixtur machen. Und das führt dazu, dass er später auch behauptet, dass Menschen ohne Schilddrüse, also ohne Schilddrüsengewebe irgendeiner Art, nach Operation oder Bestrahlung, trotzdem Schilddrüsenhormone bilden können. Das ist natürlich mit der Realität nicht zu vereinbaren. Nun sagt er auch, ne? Er hätte Menschen erlebt, deren Schilddrüse entfernt worden ist, die keine Schilddrüsenmedikamente einnahmen und sich pudelwohl fühlten, nachdem EBV da gar ausgemacht worden war. Ich würde sagen, Letzteres ist möglich, aber das ist natürlich so, dass viele eine Operation hatten und trotzdem Schilddrüsengewebe noch aufweisen. Manche kann man gleich dort sehen, wo die Schilddrüse vorher war, dass da noch Reste verblieben sind, dass auch wieder nachwächst. Das ist ja ein häufiges Phänomen. Manchmal ein bisschen neben der Schilddrüse. Also ich kenne auch Fälle, wo man meint, es ist keine Schilddrüse mehr vorhanden. Tatsächlich ist immer Schilddrüse da, wenn man genauer hinschaut. Dann gibt es eine Diskussion jetzt noch über das TSH. Wir werden das jetzt gar nicht so vertiefen, weil das meiste, was hier gesagt wird, aus meiner Sicht ohnehin fragwürdig ist. Was aber richtig ist, ist, dass wir mit Labortests nicht immer alles sagen können über die Schilddrüse. Also man muss eine Gesamtschau versuchen, indem man das körperliche Befinden, die Körpertemperatur, die ein Resultat von Hormonflüssen sind, und Laborwerte in Bezug zueinander setzt. Dann kann man schon sehr genau sagen, womit man es zu tun hat. Aber das sind alles Dinge, mit denen er keine Erfahrung hat oder von dem ihm die Stimme nicht gesprochen hat. Dann gibt es noch ein Kapitel, wo ich sehr viel Wertvolles herausziehe, was er sagt. Es geht ein bisschen darum, dass wir schon Fehleinschätzungen in der Medizin haben, das weiß man auch. Und er hat das jetzt hier in dieser Liste
zusammengefasst und wie gesagt, da gibt es jetzt sehr vieles, wo man sich was Positives rausziehen kann und worüber sich nachzudenken lohnt. Da ist zum Beispiel mal, das kennen wir ja auch, noch vor 40, 50 Jahren war es üblich, die Rachenmandeln chirurgisch zu entfernen. Man hat da überhaupt keine, das war medizinische Lehrmeinung, man hat keine gute Theorie gehabt, warum das überhaupt sinnvoll sein könnte. Und tatsächlich haben jetzt viele Millionen Menschen keine Rachenmandeln mehr und haben möglicherweise eine gestörte Immunabwehr. Und er sieht natürlich da auch eine der Ursachen wieder, warum das EPV-Virus so zuschlägt. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass generell unser sogenannter wissenschaftlicher Zugang oder die wissenschaftliche Lehrmeinung natürlich oft falsch ist. Und er erwähnt ein zweites Beispiel hier, dass man eben früher mal wissenschaftlich fundierte Babynahrung machte und man gesehen hat, dass egal, was man dabei entwickelt hat, man nie mit der Muttermilch in Konkurrenz treten konnte an Qualität dieser Nahrung. Und das hat sich dann doch unter den Menschen herumgesprochen. Aber ich kenne das auch noch von vor einigen Jahrzehnten, wo die Meinung war, dass die Forschung so weit ist, dass man das in der Qualität übertreffen kann. Aber man hat eben damals vieles nicht verstanden und das ist richtig. Und wenn man eben dann auf den heutigen Umgang mit manchen chronischen Störungen blickt, sieht man diesen Missstand auch. Also Steroide werden oft gegeben, also Cortison. Antibiotika natürlich auch oft, wobei das ja bei bakteriellen Infektionen durchaus positiv wirken kann. Und chirurgische Verfahren, das ist auch ähnlich. Aber man sieht hier, dass da relativ wenig an kausalen Therapien läuft. Man muss aber hier ergänzend sagen, dass es natürlich neben diesen drei Hauptformen durchaus eine große Menge anderer Maßnahmen und Denkweisen gibt, die aber jetzt ihm nicht so bekannt sind. Er lehnt den Begriff der Autoimmunkrankheit ab. Er behauptet, dass man eben früher in den 50er Jahren damals dann sehr viele Autoimmunkrankheiten gefunden hätte und dann die Antikörper entdeckt hat und seitdem, dass das Bild im Wesentlichen geprägt hat. Und da sieht man schon, dass das so nicht stimmt. Er schreibt ja hier einige Dinge auf, wo es ja auch keine bekannten Autoantikörper gibt. Und der Begriff der Autoimmunkrankheit bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass man Antikörper gefunden hat, sondern es ist eine These, dass das Immunsystem, und da gibt es manchmal Beweise, manchmal nicht so sehr, körpereigene Strukturen angreift. Diese These stört Anthony William besonders, aus zweierlei Gründen. Er sagt, einerseits gibt es den Menschen das Gefühl, sie sind selbst dafür verantwortlich, dass sie sich angreifen, das heißt, sie sollen sich nicht so anstellen, dazu kommen wir noch. Und das ist wirklich eine sehr gute Aussage von ihm und die auch mehrmals in dem Buch getroffen wird, dass das eigentlich ein Missverständnis ist und in die falsche Richtung führt, oft auch Heilung blockieren kann. Und das Zweite, was ihn da so stört daran, ist zu sagen, nein, der Körper greift nicht sich an, sondern er arbeitet gegen eine Krankheitsursache, die wir einfach noch nicht gefunden haben, die er allerdings als EBV-Infektion sieht. Also er sagt, er greift niemals sich selbst an, sondern nur echte Fremdkörper. Gut, das ist eine These. Er stellt die Behauptung auf und für ihn ist es dann Tatsache. Also er argumentiert jetzt nicht, warum diese These zutreffen sollte. Dafür gibt es so keine Anhaltspunkte, aber es ist ja denkbar, dass das in Zukunft mal anders gesehen wird. Das ist klar, ne? Und dann schreibt er wieder, es gilt zu bedenken, dass die Schilddrüse trotz all der erstaunlichen Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung nach wie vor eine weitgehend unbekannte Größe ist. Ja, würde ich so nicht sagen. Ich denke, man weiß relativ viel jetzt über die Schilddrüse. Man weiß zumindest, was man weiß und was man nicht weiß. Man denkt es zumindest, ja. Aber dann zu sagen, dass das eine leichtfertige Anwendung der Autoimmuntheorie bei den Schilddrüsenkrankheiten ist, das gut, das kommt eben aus einer Denkweise, die ja eine interessante Mischung ist. Also er spricht ja oft, was er meint, was seine Meinung ist, zugleich aber sagt er, dass die Stimme eben das einfach so eingeredet hat.
dann schwer zu unterscheiden, was denkt er und was wurde ihm gesagt. Wir müssen es nicht unbedingt vertiefen, aber trotzdem hier nochmal betonen, das wird sehr vielen Menschen helfen, die eine Hashimoto-Thyreoiditis haben, dass man sagt, wenn eine Krankheit kommt, dann ist man es selber, der schon sich auf den Weg macht, es zu bekämpfen. Und das ist was sehr Positives. Also man macht sich nicht kaputt, sondern man ist schon auf dem Weg, sich zu heilen. Und das ist ein wichtiger Gedanke, um auch wieder gesund werden zu können. Dann, wo haben wir was? Ja, das ist auch nochmal ganz interessant. Wenn Sie zum Arzt gehen, dann kriegen Sie oft eine Diagnose. Und die Diagnose ist wenig hilfreich, das sagt er auch. Ne? Man sagt, Sie haben eine Hashimoto-Thyreoiditis. Na gut, Thyreoiditis heißt Entzündung der Schilddrüse, benannt ist nach Hashimoto. Aber wo ist man jetzt hier mit der Benennung der Krankheit schon auf einen Heilweg gekommen? Es ist an sich mal ein Aufkleber. Und wenn dann noch hinzugefügt wird, das ist unheilbar, dann wird die Sache gefährlich. Denn man blockiert dann richtig die Neigung jedes Körpers, die Krankheit auch wieder zu überwinden zu wollen. Also gefällt mir sehr gut, was er hier sagt. Dann kommt wieder ein Punkt, dass er sagt, es sei ein Irrtum, dass Entzündungen eine Ursache sind. Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Er sagt jetzt prinzipiell mal, Entzündungen zu erkennen und lindern zu wollen, ist nicht falsch. Falsch ist zu meinen, das Wort erkläre irgendwas. Es wäre nur Denkfaulheit. Nun, jetzt breitet er wieder seine Theorie aus, dass es alle möglichen Viren gibt, vor allem Epstein-Barr-Viren und andere. Aber eines kann man schon sehen, wenn man eine Schilddrüsenmassage macht und die Schilddrüse ist entzündet und man macht eine sehr zarte Massage, dann kann man natürlich die natürlichen Heilmechanismen der Schilddrüse damit unterstützen. Also man erhöht die Durchblutung, man kann den Lymphabfluss unterstützen, man kann mit Querdehnen entzündlich verklebter Strukturen da wieder eine Lösung schaffen, dass die Schilddrüse nicht so anklebt an die Umgebung. Also nur das Beispiel der Schilddrüsenmassage zeigt schon, dass wir mit dieser entzündungshemmenden Maßnahme, die das sein kann, genauso die Anwendung natürlich von entzündungshemmenden Stoffen, sehr starke Heilreize für die Schilddrüse setzen können. Dann ist es interessant zu beobachten, dass die Stimme, die ihm diese Informationen gibt, anscheinend so ein Heilpraktiker amerikanischer Schlagart ist. Also das sind ja dann meistens diese Doktores, die von der Osteopathie herkommen, also keine eigentlichen Mediziner sind. Und da hat sich seit einigen Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt, dass Gluten verteufelt wird. Und in diesem Buch macht Anthony William da eine Rechnung auf. Also er schreibt ja auch, dass so viele Menschen von glutenhaltigen Getreiden überhaupt nicht negativ beeinflusst werden und er belustigt sich da leicht drüber, dass das eben so ernst genommen wird. Aber später sagt er es dann doch wieder als Ursache. Also da ist die Diskussion jetzt nicht sehr tiefgehend, deswegen würde ich es gar nicht so stark besprechen. Am wenigsten gefallen hat mir hier in dem Unterkapitel das mit dem Stoffwechsel, dass er sagt, das ist ein Märchen vom Stoffwechsel zu sprechen und dass etwas ein langsamer Stoffwechsel sein kann und dadurch würde man dann eben ein Übergewicht erklären können durch einen langsamen Stoffwechsel. Da kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, also ich würde sagen, an Tausenden von Patienten, das hat eine riesen Bedeutung. Natürlich ist es so, dass die Menschen an Gewicht zunehmen bei Schilddrüsenschwäche, weil sie in eine Unterfunktion kommen. Und in dem Moment, wo man effektive Schilddrüsenhormone gibt, regt das den Stoffwechsel an. Das Jod dieser Schilddrüsenhormone wird eben in die Zelle eingebracht, geht an die Mitochondrien und die stellen dann wieder mehr ATP her und das regt den Energiestoffwechsel an. Also ich würde sagen, das ist nicht nur wissenschaftlich solide argumentiert, sondern das ist auch wirklich zu beobachten, dass dann Menschen einfach an Gewicht verlieren in dem Moment, wo die Schilddrüse nur mit Gabe von effektiven Schilddrüsenhormonen wieder flott gemacht wird. Das ist natürlich meistens dann Schilddrüsenextrakt, was man hier braucht. Damit kann Anthony William nichts anfangen und er sagt das hier auch schon, ja, die Schilddrüse, die Hormone, das ist alles Unsinn. Ja, ist schade, ich glaube, er hat da keine Erfahrung mit dieser Sache. Dann
geht es um die Gene als Sündenbock. Und da laviert er so ein bisschen zwischen zwei Einstellungen. Das eine ist, dass er sagt, die Gene haben überhaupt keine Bedeutung sozusagen. Und dann sagt er doch wieder, dass die Gene auch mitspielen. Und auch hier finde ich wieder was Gutes daran, dass er meint, es ist wichtig zu sagen, die Gene sind jetzt nicht die Strafe, dass man sagt, ich habe gar keine Möglichkeit, mich rauszuarbeiten und dass die Gene alles bestimmen würden. Es ist wichtig zu sehen, dass das eben auch sehr gut laufen kann, dass ich aus Krankheiten völlig wieder herausfinden kann und die Gene sehr häufig keine wirkliche, also keine unabänderliche Ursache von Krankheiten sind. Interessant ist es, dass er dann später auch sagt, dass die Meinung wäre, die Gene würden alles bestimmen, aber das ist ja nicht die Meinung heute. Also das war eben vielleicht wieder im vergangenen Jahrhundert so, aber heute spricht man ja sehr viel von der Epigenetik, also wie weit kann ich die Gene umstimmen, wie weit kann ich ihre Botschaften nutzen oder auch verhindern. Das ist ja in der Forschung jetzt sehr aktiv gewesen, schon eine lange Zeit, davon spricht er nichts oder weiß auch nichts. Zugleich sagt er jetzt aber auch wieder, wenn Sie und Ihre Mutter Hashimoto haben, dann nicht deshalb bei Schilddrüsenentzündung in der Familie liegen, wie man so sagt. Das ist auch wieder, da kennt er den neueren Forschungsstand nicht. Das sind also mindestens 6 Gene, die deutlich gehäuft sind, wenn Menschen zu Schilddrüsenentzündungen neigen. Das ist tatsächlich so. Also das lässt sich nachweisen, statistisch unheimlich solide. Und das ist ja auch meine Beobachtung, wenn Menschen in die Praxis kommen, dass das eine gewisse Konstitution gibt, die man schon erkennen kann am Aussehen dieser Menschen. Und man kann also dieses Wirken der Gene durchaus beobachten. Aber trotzdem stimmt es natürlich, dass jemand nur weil er die Gene hat, ja nicht schilddrüsenkrank werden muss. Da gibt es eben dann verschiedene Faktoren. Und das sagt ja zuletzt Anthony William dann auch wieder. Also dieses Kapitel ist ansonsten sehr diffus. Und was mir so gar nicht gefallen hat, ist, das ging ja auch durch die Medien und da gibt es ja auch Studien dazu. Das war damals, ja, als Angelina Jolie die Brüste sich hat entfernen lassen und auch die Eierstöcke, wissend, dass sie die Gene BRCA1 hat, weshalb ihre Mutter sehr früh gestorben war. Da sagt er dann, alle Frauen, die sich untersuchen lassen und sich die Brüste abnehmen lassen, das wäre unvorstellbar grausam, weil eben, ja, mehr Frauen ohne die Mutation Brustkrebs bekommen. Und der Brustkrebs nicht genetisch bedingt wird, sondern fast immer durch Epstein-Barr-Virus hervorgerufen wird. Das ist schon grausam von Anthony William, weil es ist wissenschaftlich unheimlich solide herausgefunden worden, dass Menschen, die diese Gene haben, eine Unterform von Brustkrebs und Eierstockkrebs haben, die zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich ausprägen wird. Also es gibt Streit darüber, wie häufig. Ich finde, das ist sehr übertrieben, wenn man behauptet, das ist 100%. Aber das ist unzweifelhaft so und das ist ein Risiko. Es ist in Ordnung zu testen, ob man es hat. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man eben dann so eine Operation vornehmen lässt oder abwartet oder regelmäßig kontrolliert. Also die Entscheidung ist einem offen. Aber es ist grausam, das abzulehnen. Sondern es ist einer der möglicherweise erkennbaren Risiken. Und wie er richtig sagt, sind das nur etwa 5 bis 10% der Fälle von Brustkrebs, also die Minderheit. Aber das zu erkennen, das würde ich als Frau auf jeden Fall mir überlegen, ob ich mich da nicht untersuchen lasse, damit ich einfach Bescheid weiß, zumindest wenn Brustkrebs in der Familie ist. Wenn es nicht ist, muss ich es ja nicht testen lassen. Ja, dann gibt es wieder so eine Art Wiederholung von dem, was schon gesagt wurde, dass er die gnadenlosen Vier hier definiert: radioaktive Strahlung, viralen Einfluss, dann Pflanzenschutzmittel wie DDT, Metalle, toxische Metalle, Schwermetalle, was immer er damit meint. Ich denke, das ist auch nicht ganz gut übersetzt worden.
Ja, sind ja gewisse Einflüsse da. Ich weiß nicht, ob wir das so vertiefen müssen jetzt an dieser Stelle. Mir fällt auf, dass unter den Pestiziden das DDT jetzt hier eine Riesenbedeutung hat, obwohl das in der Praxis ja an sich ja nicht mehr eingesetzt werden sollte. Also das hatte nicht mehr die Bedeutung, wie es eben in den 90er Jahren hatte. Und dann ist es merkwürdig, dass er alle Metalle hier als giftig ansieht. Also Kupfer, Arsen, Cadmium, Blei, Nickel. Das gibt er jetzt alles in einen Topf. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Er bespricht das später nochmal. Naja. Dann kommt es wieder gut, dass man sagt, wenn ich zum Arzt gehe, dann wird immer wieder das in eine Richtung gedreht, wenn man eine Krankheit hat, dass es psychosomatisch sein könnte, eingebildet und sich die Leute zusammenreißen sollen. Das ist natürlich eine üble Sache, die Menschen passiert, die zum Beispiel an Hashimoto-Thyreoiditis erkrankt sind. Und das ist wenig hilfreich und ich finde es sehr gut, dass er darüber spricht. Genauso die Idee, dass Krankheit selbst gemacht ist. Das ist natürlich ein heikles Thema, insofern als die Art unseres Denkens und Fühlens auch unsere Zukunft bestimmt und man mit einem positiveren Denken und Fühlen durchaus Einfluss nehmen kann auf den Körper. Aber es ist natürlich sehr häufig so, dass das nicht das Auftreten von Krankheiten dann erklären kann. Und das sagt er auch, er laviert auch hier wieder zwischen zwei Standpunkten. Kommen wir nun zu seinen Heilvorschlägen. Im Grunde genommen ist alles gut, was er hier schreibt. Er sieht die Möglichkeit gegen Entzündungen im Körper, also jetzt geht es ja vor allem um die Schilddrüse, zu verbessern, indem er Dinge einsetzt, die auch andere Therapeuten benutzen, mit Argumenten, die dann ein bisschen abweichen. Aber im Grunde genommen ist alles gut, was hier genannt wird und deswegen verstehe ich auch, warum so viele Menschen, die diese Empfehlungen annehmen, über positive Reaktionen sprechen. Ich kann das verstehen. Die Frage ist, muss es unbedingt genau das sein, was hier angeboten wird? Ich habe ein größeres Problem damit, dass er die Möglichkeiten der Heilmittel stark beschränkt. Also es gibt bei ihm keine effektive Hormontherapie mit Schilddrüsenextrakt zum Beispiel. Es gibt keine Schilddrüsenmassage. Es gibt keine Wickel, also keine Lokalanwendungen. Es gibt keine energetischen Therapien, die so versuchen, Blockaden zu lösen, also dass ich die verwandten Bezirke von der Schilddrüse, also den Nacken, die Muskulatur des Nackens zum Beispiel, behandle, zu versuchen, um die Durchblutung zu verbessern. Es ist auch die Auswahl der Vitalstoffe, die er hat, eingeschränkt. Er hat zum Vitamin D kleinere positive Dinge zu sagen, aber ich denke, dass das hier zu kurz kommt. Genauso steht es mit Eisen. Aber interessanterweise sind dann doch die Heilmittel welche, die auch den Eisenspiegel positiv beeinflussen können. Das ist interessant zu sehen. Es sind also oft auch die Begründungen, warum er dieses oder jenes empfiehlt, kann man auch anders sehen oder wird auch vielfach anders beschrieben, warum das günstig sein kann. Und ich verstehe, dass er dann sagt, na gut, wenn Sie schon 30 Jahre krank sind, dann wird es ein weiter Weg sein, um wieder gesund zu werden. Das ist direkt darauf zurückzuführen, dass er auf eine der wichtigsten Heilmittel verzichtet. Das ist eben die Gabe von effektiven, biologisch schon fertigen Hormonen. Wenn er das mit hineinnehmen würde, würde natürlich mitunter schon innerhalb von Tagen sich was tun. Aber der Hintergrund, was esse ich, was trinke ich, den darf man nicht vernachlässigen und der kommt hier auch nicht zu kurz. Was mir im Buch noch am wenigsten gefällt, ist die Idee, dass man ohne Schilddrüse leben kann. Also er behauptet das und er sagt, auch wenn sie gar keine mehr haben, dann ist sie trotzdem da. Und zwar so lange der Körper einfach glaubt, dass er eine vollständige Schilddrüse hat. Das überschreitet Grenzen,
Aber ich glaube, dass es für manche auch ein Trost ist. Aber ich denke, es ist ein Trost, der nicht den Tatsachen entspricht. Ich kenne natürlich viele Fälle, wo aufgrund solcher Empfehlungen Menschen dann Hormonpräparate abgesetzt haben und in eine starke Unterfunktion kamen und eben dann eine gewisse Not erlebt haben, bis sie wieder mit der Gabe von Schilddrüsenhormonen sich stabilisieren konnten. Also es ist wirklich davon abhängig, wie die Schilddrüse aussieht, wie groß sie ist, wie gesund sie ist, ob sie Hormone bilden kann oder nicht. Aber zu sagen, dass jemand ohne Schilddrüse leben kann, weil die Nebenniere das dann ersetzt, das ist, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit noch nicht vorgekommen. Ich überblicke 20.000 Fälle, wenn nicht mehr, im Laufe der vielen Jahre. Und da waren sehr viele drunter, die natürlich die Schilddrüse ganz verloren hatten. Also ich glaube nicht, dass das möglich ist. Wo er ein bisschen undifferenziert auch ist, er empfiehlt natürlich Meeresprodukte und wir wissen ja, dass die Meere schon relativ stark schadstoffbelastet sind. Und für ihn ist das dann immer gut. Ja. Also da gibt es verschiedenste Dinge, die er beschreibt. Gerade Jodquellen hat er gern aus dem Meer. Und da müssen wir nicht über Plastik und Mikroplastik sprechen, sondern Quecksilber zum Beispiel gibt es sehr starke Verunreinigungen, oft in Meeresprodukten. Da hat sich auch wieder in den letzten 10, 20 Jahren sehr vieles geändert. Und ich habe früher natürlich auch sehr gerne mit Algenprodukten und so gearbeitet, aber die Umweltverschmutzung lässt das eigentlich nicht zu. Und das wird ja dann auch da zu einem Problem, wenn ich jetzt therapeutisch vorgehen möchte. Also das jetzt noch zu empfehlen, ist wieder eines der Beispiele, dass die Stimme irgendwo aus den 90er Jahren oder so kommt und den damaligen Stand der Welt berücksichtigt. Aber das kann man heute so eigentlich nicht mehr machen. Ja, sehr positiv, einer der wenigen, die das schreibt, dass Menschen, die eine Hashimoto-Thyreoiditis haben, Jod nicht immer fürchten müssen. Er sagt völlig zu Recht, dass da oft ein Jodbedarf da ist. Wie hoch der ist, wie man den bestimmen kann, dazu sagt er nicht viel. Ja? Er erwähnt, dass Jod keimtötend ist, deswegen das Virus töten kann. Das ist natürlich richtig, aber das ist eine Dosisfrage. Und wenn ich bis zum Keimtöten kommen möchte, dann muss ich das mindestens im Milligrammbereich verabreichen. Darauf geht er überhaupt nicht ein, deswegen, ich würde es hier gar nicht so vertiefen, aber eins ist natürlich klar, jemand darf nicht jodempfindlich sein. Denn dann kann er sich die Schilddrüse richtig zerstören. Und das lehnt er wieder ab in diesem Absatz. Er sagt, ja, nehmen wir an, es hat jemand Jod bekommen und danach ist ein Entzündungsschub passiert. Das wird mit einer Autoimmunreaktion verwechselt. Aber in Wirklichkeit ist das positiv. Naja, das ist oft nicht positiv. Also ich habe schon erlebt, dass Menschen logorische Lösungen genommen haben mit hohen Mengen von Jod und damit haben sie sich, wie man salopp sagt, die Schilddrüse zerschossen. Also die hat so einen massiven Entzündungsschub bekommen, dass sie tatsächlich danach viel kleiner war als vorher. Also man kann sich zweifelsohne in manchen Situationen gerade durch Überdosierung einen Schaden mit Jod zufügen. Und das darf man nicht abstreiten. Aber eine späte Erkenntnis von mir war auch, dass man nicht jeden Entzündungsschub als negativ sehen muss. Es gibt ganz seltene Situationen, wo eine gute Versorgung mit Schilddrüsenhormonen Narbenauflösungen bewirkt, die in der Schilddrüse passieren. Und das kann nur durch eine entzündlichere Aktivität gemacht werden. Aber danach ist die Schilddrüse völlig vital aussehend und funktioniert auch wieder gut. Das gibt es auch. Und ob das ein schädlicher Entzündungsschub ist oder ein hilfreicher, das muss man eben im Einzelfall dann prüfen. Ja, er gibt eben jetzt sehr viel. Er gibt natürlich auch Spirulina und da muss man aufpassen als Europäer, dass man unser Spirulina aus Salzseen bekommt, die kein Jod haben. Er empfiehlt es aber aus Hawaii und da kommt es aus dem Meer. Also das ist natürlich dann jodhaltig. Warum er jetzt sagt, dass Blattgemüse, Rucola, Spinat, Römersalat viel Jod hat, das ist nicht nachzuvollziehen, das ist nicht sehr jodreich. Dann sagt er, dass Jod nur wirkt, wenn man Zink nimmt. Das ist einer dieser in Heilpraktikerkreisen häufig wiederholte Weisheit. Ich bin mir nicht sicher, ob sie stimmt, aber eins ist klar,
Damit Jod wirken kann, brauche ich auch eine Versorgung mit anderen Vitalstoffen. Dazu zählt auch Zink. Dann sagt er unterscheidet zwischen verschiedenen Formen von Zink. Es soll also nur Zinksulfat sein. Und dann würde man kein Kupfer verlieren. Ich vertiefe das nicht. Also ich habe das öfters gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das so bedeutungsvoll ist. Was er wieder ablehnt, was aber auch viele Naturheilkundler glauben, ist, dass man den Zinkbedarf daran messen kann, wie stark man Zink schmeckt, also das Metallische. Und wenn man es nicht mehr schmeckt, dann ist der Bedarf gedeckt. Ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die das so anwenden, erfolgreich. Warum man das ablehnt hier, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass es so ist. Wieder richtig ist, die sogenannten Kropfbildner, ne, vor allem Kreuzblütler, Kohl und Verwandte, die gelten, also die haben Spuren von schilddrüsenblockierenden Stoffen. Das ist wahr, aber man müsste ja 100 oder 200 Kilo davon am Tag essen, damit es wirklich schilddrüsenblockierend und kropfbildend wäre. Und da sagt er zu Recht, dass das lächerlich ist, die Mengen sind ja so gering von dem, was man üblicherweise zu sich nimmt, dass das überhaupt nichts in Bedeutung erlangt und dass das dann nicht bewirken soll, dass man diese wertvollen Nahrungsmittel dann nicht zu sich nimmt. Denn ihr Wert bezieht sich ja unter anderem darunter, dass das sehr pflanzenfaserreiche Nahrungsmittel sind, die, wie man heute weiß, Bakterien ernährt im Darm, die für uns sehr günstig sind. Und deswegen sind Kohlgerichte natürlich positiv, wenn auch nicht sehr gut verdaulich. Was er sehr ablehnt, sind die Dinge, die hier rot gemacht sind, also Eier. Das ist schade, weil das auch sehr vitalstoffreich ist, aber natürlich oft auch verunreinigt und schadstoffbelastet und auch jodreich aufgrund der Ernährung der Hühner. Er lehnt Milchprodukte ab. Er sagt's gut, Molkereiprodukte, ne? Weil natürlich in der Molkerei eine Milch heute meistens von industriell hochgezüchteten Kühen gebildet und dann verarbeitet wird, fragt man sich natürlich, ob das Nahrungsmittel im wahren Sinn des Wortes sind. Ähnliches lehnt ja Soja und Mais sehr stark ab, Schweinefleisch. Das kommt alles aus industriell hergestellten Nahrungsmitteln, das Gluten auch, ne? Das sind die hochgezüchteten Getreide, die schlecht verdaulich sind. Und ich finde es gut, dass er sagt, versuch doch nicht diese schon sehr fragwürdigen Nahrungsmittel zu essen, wo man eben sehr viel Schadstoffe auch hat. Und das finde ich sehr positiv, dass man, wenn man das isst, aus einer guten Quelle essen muss, denn das sind die industriell hergestellten, natürlich sehr weit verfügbaren, aber nicht sehr nährenden Nahrungsmittel. Und da macht er jetzt dann noch eine Liste auf von heilenden Nahrungsmitteln. Und ich sehe da keine so starke Systematik drin. Es sind so Ideen, die eben immer wieder darauf abzielen, zu sagen, das nährt die Schilddrüse oder das lässt die Schilddrüse aufbauen oder es hemmt die Reaktionsweise vom EBV-Virus in der Schilddrüse. Die Erklärungen müssen wir nicht zu stark nehmen, aber wie schon am Buchcover ersichtlich sind Artischocken aus seiner Sicht ein großes Heilmittel. Er sagt, es sind noch nicht entdeckte Isocyanate drin. Die lassen Knoten, Tumoren und Zysten schrumpfen. Na gut. Fördert die Produktion von noch nicht bekannten Schilddrüsenhormonen. Also man sieht schon, das ist einfach aus meiner Sicht jetzt ein sich ausbreiten mit an sich erfundenen Ideen, die aber viele Menschen überzeugen, dass er eben ein Medium ist, ein Seher, ein weiser Mensch. Da sehe ich keinen großen Sinn drin, das zu vertiefen, aber die Artischocke ist natürlich die Verdauung förderndes, leberstärkendes, entzündungshemmendes, Vitalstoffe lieferndes. Also es gibt andere Argumente dafür. Eine Arznei, die auf jeden Fall bei der Verdauung sehr hilfreich ist und das kommt eben aus der Naturheilkunde und ich glaube, man muss da gar kein neues Geheimnis finden, warum das gut sein sollte. Ahornsirup sieht er positiv,
sehe ich auch, also natürlich Zucker im Wesentlichen. Aloe Vera ist bei uns viel im Einsatz zur Entzündungshemmung. Äpfel, warum Äpfel gut sind, weiß man nicht so recht, aber da ist sicherlich was dran. Dann hat er die Meeresgemüse, die wir nicht mehr verwenden. Avocados sind aus verschiedensten Gründen positiv, ja, sehe ich auch so. Bananen, ja, um Neurotransmitterbildung zuzulassen. Basilikum zum Beispiel. Basilikum ist auch eine adaptogene Pflanze, also fördert die Nebennierenfunktion, das weiß man auch. Es ist antiviral. Das sind Küchengewürze, die eben aus gutem Grunde so eingesetzt werden, weil sie eben diese positiven Wirkungen haben. Es ist mit Beeren so, Birnen, Blaubeeren, Blumenkohl. Es wiederholt sich jetzt hier viel, ne? Aber es sind jetzt im Wesentlichen drei große Gruppen. Das eine sind einfach übliche Gemüse, die wir verwenden, das ist positiv. Adaptogene Pflanzen, also die hormonähnliche Wirkungen haben und entzündungshemmende Obst- und Gemüsesorten. Manches, nur als Beispiel hier, Kartoffeln, ja, er sagt wieder, ne, dass viele sagen, das hat keinen Nährwert. Nein, er hat erkannt, dass das der beste Verbündete gegen EPV ist, weil da Lysin drin ist. Naja, gut. Die Kartoffel, also Lysin ist ja dann eine Aminosäure. Kartoffel hat sehr viel Kohlenhydrat, hat relativ wenig Eiweiß. Aber gut, das ist Lysin auch drinnen, klar. Wie in vielen anderen Nahrungsmitteln. Kreuzblütler hat er schon erwähnt, dass es gut ist, Kohlgerichte. Kurkuma und Gelbwurz, ja, das sind eisenreiche, entzündungshemmende Dinge. Ich blättere jetzt ein bisschen hier durch, weil im Grunde genommen alles, was hier genannt wird, wertvolle Nahrungsmittel sind. Das sind vitalstoffreiche, vitaminreiche, pflanzenfaserreiche, Stoffe bzw. Arzneien, die entzündungshemmend sind, die das Immunsystem stärken, die die Verdauung anregen. Also alles Dinge, von denen man versteht, warum sie eine Heilwirkung erzielen werden. Und dann ergänzt er das nochmal, erwähnt nochmal Vitamin B12, Zink, Vitamin C, alles gute Dinge. Spirulina, gut. Süßholzwurzel ist für die Nebenniere eine adaptogene Pflanze. Katzenkralle haben wir wenig im Einsatz. Zitronenmelisse, sehr positiv, ne? Melisse ist ja auch so leicht blockierend für die Schilddrüsenproduktion. Und das ist positiv, wenn ich Überfunktionsbeschwerden habe. Das Lysin, das hat er schon erwähnt, das scheint ihm ein sehr wichtiger Stoff zu sein. Den Chaga-Heilpilz kenne ich so nicht, weiß nicht, ob das stimmt. Ja, Tetrahydrofolat, Gerstengras, man sieht, dass so modische Nahrungsergänzungsmittel hier auch auftauchen. Und das ist das Interessanteste überhaupt, kolloidales oder Nanosilber, also etwas, was mit Naturheilkunde mal an sich nichts zu tun hat, sondern es ist einfach bekannt, dass Metalle eine gewisse antivirale Tätigkeit haben. Und wenn man es eben verfeinert, dann ist die Wirkung auch noch ein bisschen größer. Aber das hat nichts mit Natur zu tun, sondern das ist es ist im Grunde genommen eine Heilmethode, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und halt von vielen im Naturheilkundebereich angewandt wird, aber nicht natürlich in dem Sinne, sondern so eine Art Vorläufer von Antibiotika. Ja, Brennnessel super, Ashwagandha, tolle Sache. L-Tyrosin, ne? Es ist interessant, wie diffus das beschrieben wird. L-Tyrosin zu geben, das bringt viel, weil das ist die Aminosäure, aus der die Schilddrüsenhormone gebildet werden. Da muss man nur Jod dran koppeln und dann zwei davon zusammenkoppeln, da habe ich ein sehr wirksames Hormon. Das ist gar nicht so wichtig, ob das dann noch ein bisschen verändert wird chemisch und wie viel Jodmoleküle dran sind. Das hat auf jeden Fall hormonähnliche Wirkung. Deswegen ist es wichtig, hier dem Körper diese Aminosäure ausreichend zur Verfügung zu stellen. Warum aber jetzt das gesunde Schilddrüsengewebe ernähren würde während des EPV-Angriffs? Das ist wieder so eine diffuse Beschreibungsweise.
Vitamin B-Komplex sehr gut, Magnesium ist gut, Omega-3-Fettsäuren, tolle Sache, gerade wenn man zu Entzündungen im Körper neigt. Also man sieht schon, Kurkumin wird nochmal angeführt, also das ist eine gewisse Schlampigkeit hier auch vorhanden. Selen ist mit vielen Studien bewiesen, was das bringen kann bei Schilddrüsenproblemen, das aufgrund verschiedenster Gründe, die hier aber alle nicht angeführt werden. Vitamin D3 wird hier auch wieder angeführt, heißt aber, übertreiben Sie es aber nicht. Extrem hohe Dosen sind keinesfalls zu empfehlen. Ja, das ist eine pauschale Sache jetzt, die so ähnlich alarmistisch geschrieben wird, wie man das mit Jod macht. Das muss man eben einzeln beim Menschen prüfen. Beginnen mit einer niedrigen Dosis, wie wird das aufgenommen, wie wirkt das, entstehen da wirksame Spiegel im Blut, wie empfindet das der Mensch als hilfreich, als stärkend. Ist klar, das muss man testen, weil einfach der individuelle Bedarf unheimlich abweichen kann. Dann Rotklee. Ja, Rotklee ist eine sehr stark östrogenartig wirkende Arznei. Das kennt man auch. Dass das jetzt wieder die Leber reinigen soll, das Lymphsystem und die Milz, das wird nicht beschrieben und wird auch gar nicht begründet, diese Aussage. Ist aber auch nicht nötig. Tigerwurzel, sibirischer Ginseng, super Sache, ne? Das ist eine Rosenwurz, ne? Also die wichtigste nebennierenfunktionsstärkende Pflanze. Ja, so geht es jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und dann hat er jetzt seine Entgiftungsempfehlungen. Und da muss man auch sagen, warum nicht? Also was unter Entschlackung und Entgiftung zu verstehen sei, das ist in der Medizin nicht geklärt worden. Es ist nicht ganz ersichtlich, warum das Leber, Lymphsystem und Darm zum Beispiel jetzt hier entlasten soll, wenn ich was zufüge und warum das tonisierend sein soll. Also das sind alles Begriffe, die aus der Naturheilkunde kommen, wo man gar keine klaren Entsprechungen hat, in dem was so untersucht worden ist. Aber dass Selleriesaft sehr positiv ist für die Verdauung, für den Stoffwechsel. Und das würde ich auch unterschreiben. Und wenn ich jetzt noch Zitronen- oder Limettenwasser hinzugebe, dann rege ich auch die Verdauung an, weil eben das eine Säure ist, das hilft mir ja bei der Verdauung. Und dann habe ich noch Aloe und Gurkensaft. Das sind Arzneien, die den Körper befeuchten und kühlen. Das kann natürlich bei Entzündungen sehr positiv sein. Und dann sagt er, verzicht mal auf Eier, Gluten, Mais und so weiter. Also die ganzen Dinge, die wir vorher schon gehört haben. Ja, warum nicht? Klar. Das sind tierische Eiweiße. Es ist einfach bekannt, dass viele Menschen das nicht vertragen. Und dann sind es diese industriell hergestellten, kohlenhydratreichen Dinge, mit denen viele Menschen schlechte Erfahrungen machen. Wenn sie es weglassen, geht es ihnen besser und haben sie mehr Energie. Also das ist auf jeden Fall so. Und im Selleriesaft oder in der Zitrone, das sind die entzündungshemmende, antivirale Tätigkeiten auch drinnen. Also sollte es tatsächlich was mit Epstein-Barr-Virus zu tun haben, dann würde das wirken. Und der Entgiftungsplan B und C, die sind ziemlich ähnlich. Also es ist immer Sellerie. Also es ist immer ziemlich das Gleiche hier als Lösung angeboten mit kleineren Variationen. Müssen wir jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen. Es war heute eine Patientin in der Praxis, die hatte, wenn man das näher erfragt hat, tatsächlich eine Schilddrüsenentzündung nach Epstein-Barr-Virus-Infektion mit niedrigen Autoimmuntätigkeit, aber wo man sagt, das ist noch eine aktive EBV-Thyreoiditis. Das gibt es natürlich, ne? Also ich wollte nur sagen, es ist mir auch bekannt, dass in vielleicht 5% der Fälle eine noch aktive, nicht ausgeheilte EBV-Virusinfektion besteht. Und entsprechend würde man es auch behandeln. Ja, und dann kommen zuletzt im Buch noch Rezepte, wo man sagt, Schilddrüsenheilsaft, Schilddrüsenheiltee. Schauen wir mal genauer hin, Schilddrüsenheiltee, was ist es genau? Es ist Thymian, Fenchel, Zitrone, Melisse und Honig. Warum soll das jetzt für die Schilddrüse so heilend sein? Ja, es ist eigentlich eine Rezeptur, wie es jede Apotheke hat, wo man auch sagt,
Mit diesem Tee habe ich eine Oase der Stille in der Hetze des Tages. Tut der Seele gut. Ja, und der Schilddrüse im ganzen Körper? Ja, richtig. Ich glaube, das Wesentliche hier ist das, was er hier schreibt, dass man eine Pause macht, damit Herz und Geist zur Ruhe kommen. Wunderbare Sache. Da ist der Tee auch gut, aber ich glaube nicht so sehr aufgrund irgendwelcher biochemischen Verhältnisse. Ja, und da sind schöne Bilder auch dabei und da sind die erwähnten Heilmittel drinnen und dann sind noch ein paar Rezepte, wie kann ich das machen? Alles super Sachen. Also ich finde, das ist eine schöne Anregung zu sagen, ich probiere jetzt mal, zum Beispiel machen Sie mal sowas für sich. Das ist eine ganz tolle Sache. Das sind richtige Heilmittel als Nahrungsquelle und sieht lecker aus und schmeckt gut und ist sicherlich alles sehr positiv, wenn man, wie ich es sagen würde, dann einen regen Stoffwechsel hat oder eben so eine, tja, Vergiftung des Körpers. Oder, das sind alles so Begriffe, die man machen kann. Aber es ist, sagen wir halt, es ist Vergiftung, Entschlackung, die dann mit solchen Nahrungsmitteln dann behoben wird. Heilansätze für die Schilddrüse, da ist nochmal interessant, weil da driftet das sicherlich aus Sicht vieler Leute völlig ins Esoterische ab, aber das gefällt Menschen. Beispielsweise hier, ne, dass man Trinkwasser mit heilendem Licht anreichert. Das ist eine uralte Sache in der Naturheilkunde zu sagen, lasse Licht, also Sonnenlicht reinscheinen in Heilmittel und reiche sie damit an. Das ist üblich gewesen seit Jahrhunderten. Aber hier reicht es eigentlich, wenn man eine Faust über den Kopf hebt und sich nur visualisiert, wie sie sich mit Licht füllt und dann gibt man dieses Licht in das Wasser und zack, Licht. Und dann stellt man sich vor, wie das Licht ins Wasser fließt. Und dann schreibt er dazu, machen Sie das 7-mal. Die Engel in ihrer Nähe wissen, was sie da machen und unterstützen die Belichtung des Wassers. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ähnlich ist der Schmetterling Sonnenbad. Also wir haben natürlich auch in unseren Seminaren oder auch in dem, was wir zeigen, es geht einfach darum, Pausen zu machen, das Hormonsystem zu entlasten, zu sich zu kommen, bei sich anzukommen. Ja, da gibt es ähnliche Überlegungen wie hier, aber das hat hier natürlich auch wieder einen sehr starken, wie soll man das sagen, esoterischen Einschlag, weil nämlich die Schilddrüse an einen Schmetterling in der Form ungefähr erinnert, auch im Querschnittsbild. Wenn man zwei flügelartige Lappen, soll man jetzt, also denkt man dran, dass die Schilddrüse ein Sonnenkollektor ist, wie der Schmetterling? Ja, warum ist die Schilddrüse ein Sonnenkollektor? Warum ist der Schmetterling einer? Das kann man jetzt nicht so gut sagen. Aber ist natürlich interessant, einfach Sonnenlicht auf die Halsvorderseite scheinen zu lassen und sich vorzustellen, dass eben da Energie in die Schilddrüse kommt. Das ist eine super Sache eigentlich. Denke ich, durchblutungsfördernd, ja. Und das soll man hier machen. Man soll es visualisieren, wie die Schilddrüse ein Schmetterling ist, wie sich die Wärme ausbreitet und wie die heilende Energie in die Zellen eingeleitet wird. Ich finde das als Visualisierung positiv. Dazu tief und gleichmäßig atmen und mit der Luft das Licht in die Kehle atmen. Also das sind Dinge, das kommt auch aus dem Yoga, das ist auch, was wir auch anwenden, der tiefe Atem, der dann auch über die Befreiung im Brustkorb die Durchblutung der Nebennieren verbessert, mit dem Sauerstoff Energie in den Körper bringt. Ja, das sind gute Dinge. Auch diese unter Anspannung sehr hohe Tonus in der Muskulatur im Brustkorb auch, den kann man eben mit diesem tiefen Einatmen da wieder lösen und damit einfach die, ja, so Energieblockaden lösen. Das finde ich also positiv und das sind Übungen, die gut wären und auch in unserer
Art angewandt werden. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt zum Beispiel wie hier von Sendefrequenzen sprechen und so, aber das sind natürlich Versuche, etwas zu beschreiben, das schon Sinn macht. Dann gibt es hier eine kleine Heilgeschichte, die muss man durchlesen. Und dann geht es noch zu den Schlafgeheimnissen. Das werde ich jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber auch hier wird das ganz Wichtige betont, dass der Schlaf unser Hormonsystem regeneriert. Und wenn ich gut schlafe, dann wird das stattfinden. Und wenn ich schlecht schlafe, dann wird das immer weiter ausgehöhlt. Und dass es wichtig ist, am Schlaf zu arbeiten. Da hat er verschiedene Rezepte auch, aber mir geht es darum zu sagen, auch hier eine unheimlich wichtige Anregung, ein wichtiges Thema. Es sind auch Vorschläge drinnen, die hilfreich sein können. Er macht natürlich so ein bisschen Rundüberblick über den Schlaf und was schlafheilend ist und wo es Schlafstörungen geben kann. Gehört jetzt nicht ganz mehr so zum Thema. Ja, kurz zusammengefasst, ich finde es ein sehr wertvolles, interessantes Buch. Man muss nicht alles für bare Münze nehmen. Es ist einiges drinnen, was ich anders sehe oder wo ich sage, da wird man einfach ein bisschen zu kurz kommen in manchen Bereichen. Da geht es eben vor allem um die Lokaltherapie, kommt hier nicht vor, der Schilddrüse, die Heilanstrengungen, die man eben direkt am Hals machen kann. Und der Hormonersatz wird völlig ausgespart und sogar schlecht geredet. Das ist, denke ich, die schädlichste Wirkung, die das Buch haben kann. Kommt daher, dass man mit der Gabe von L-Tyroxin ja selten aktive Hormone bekommt und dass es tatsächlich Unterhormonbildung gibt, die dann eher schädlich und blockierend für den Körper ist. Und das hat eben bewirkt, dass er das jetzt sehr negativ sieht oder ihm seine Stimme das als sehr negativ darstellt. Und das sehe ich auch so, aber ich kann nur aus eigener, vielfacher Erfahrung sagen, in dem Moment, wo ich ein Stück tierische Schilddrüse als Hormonersatz nutze, habe ich bei einem überwiegenden Teil der Schilddrüsenkranken eine positive Wirkung, natürlich abhängig von der Dosis, die man dabei anwendet. Ja, in dem Sinne, gute Heilung.